Gedächtnisart gibt eine ganz andere Art von Verbindlichkeit, Verantwortung und Miteinander im Zusammenleben und darin eine ganz andere Qualität für ein Leben als Einzelner, aber auch in der Gemeinschaft, auch fürs Quartier rein. Also die Baugruppe hier wurde 2009 gegründet. Seitdem hat man sich eigentlich in einem Turnus von 4 bis 8 Wochen regelmäßig getroffen. Das heißt, ich bin nicht irgendwo hingezogen, sondern ich wusste, mit wem ich einziehe hier. Wo man miteinander eben genau auch lernt, erstmal Träume zu haben, zu prüfen, was können wir davon irgendwie durchsetzen und wie können wir das machen. Und dann aus den Träumen raus aber auch zu akzeptieren, okay, aus den und den Gründen ist das nicht gelungen. Und aber ganz neue Dinge zu entdecken, die man vorher gar nicht angedacht hatte, die sich plötzlich auftun, das ist Wagnisart. Das Hauptkriterium dieses Projekts ist eigentlich, dass man sich hier wohlfühlt und tatsächlich funktioniert das. Also die Menschen scheinen sich sozusagen im Projekt aufgehoben zu fühlen. Also es scheint irgendwie angekommen zu sein. Und das hat mit dem Prozess zu tun. Also durch die Partizipation, die Beteiligung sozusagen, sind viele dieser Bewohner einfach schon lange im Projekt involviert und kennen sich natürlich vor Bezug. Das ist eine Besonderheit dieses gemeinschaftlichen Planens. Also von der Architektur oder von der Gestalt her ist das Besondere, dass wir 5 Einzelbaukörper haben, die über große, massive Brücken verbunden sind. Dadurch entstehen eigentlich 2 Höfe unten, die offen sind, also halboffen sind. Man kommt von außen rein, es gibt keine Tore. Dadurch ist eine Fläche, die eigentlich auch von anderen sozusagen begangen werden kann. Und diese Brückenlandschaft oben, die ist, also sind wie Staffelgeschosse nach innen, die führen dazu, dass auch sozusagen dieser Hofcharakter gestärkt wird, weil man von den Brücken immer reinschauen kann in den Hof. Und wenn man jetzt drin ist, hat man das Gefühl, das ist ein sehr sicherer Raum. Das hat damit zu tun, glaube ich, dass die Privatheit in diesem öffentlichen Raum zugelassen ist. Also man hat das Gefühl, man ist da irgendwo in jemandes Zuhause. Und das führt dazu, dass man sich auch irgendwie verhält, wie wenn man bei jemand anderem zu Besuch ist. Ganz lustig. Also es gibt hier praktisch keine negativen Auswirkungen dieser großen Öffentlichkeit im Innenbereich. Spannend waren die Prozesse mit den Bewohnern, wo wir als Architekten tatsächlich losgelassen haben, wo wir auch gesagt haben, es braucht die Bewohner, um Gestaltungsentscheidungen zu treffen. Wir haben zum Beispiel die kompletten Fassaden gemeinsam mit den Bewohnern entwickelt, was ganz wichtig war, um auch da loszulassen und in einen Dialog zu treten und zu sagen, okay, das ist eure Entscheidung, so werden die Fassaden aussehen. Wenn Sie mich nach einem schönen Element fragen, das hierbei entstanden ist, es gab in diesen alten Kasernengebäuden, die hier standen, Briefkastenanlagen. Es waren von Künstlern genutzte Kasernen und im Eingangsbereich gab es eine große Wand. Da hat einfach jeder Künstler seinen Briefkasten an die Wand genagelt. Das waren Pappkartons, das war ein ganz wildes Sammelsurium an Elementen. Und das hat sich aber im Projekt gehalten. Also die Idee, sowas quasi mit ins Projekt zu nehmen. Jetzt gibt es auch hier im Eingangsbereich dieser Gebäude Briefkastenanlagen, die genau diese erste Identifikation der Bewohner geschafft haben. Ich gehe in ein Haus und nagel erstmal meinen Briefkasten an die Wand und bin schon angekommen.